bevor wir hier eine Kaserne halt bauen. Die kommen auf jeden Fall, so wie es aussieht, von hier. Von hier könnten sie rein theoretisch auch kommen. Da haben wir noch mehr Tiberium, sogar blaues Tiberium, was wir nutzen können. Gar nicht mal so unübel. Naja, gut. Zack. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen breiter bauen. Dann brauchen wir einmal ein paar Turbinen. Klack. Dann wird auch... Was baue ich denn? Ja komm, holen wir uns erstmal eine GI-Kaserne. Bist du? Gut, jetzt sind normale Leute, das ist jetzt irrelevant. Interessant, was hier ist. Ich gehe dann auch gleich mal auf ein bisschen risky Move. Das Ding holen wir uns sofort. Und wir holen uns auch mal ein paar gleiche Jäger. Genau, und jetzt steht hier, zerstören sie die Raketen Startrampen. Eine weiß ich, wo die ist. Und danach wird die Karte, glaube ich, ein bisschen vergrößert. Wir können natürlich die Zeit nutzen, die wir haben, um halt erstmal ein paar Gleitjäger zu bauen. Das ist jetzt eine relativ einfache Anfangssituation, die wir haben, aber die Karte wird nachher noch bedeutend größer. Deswegen bauen wir jetzt erstmal ein paar Gleitjäger, Waffenfabrik. Wir nutzen jetzt erstmal ein bisschen die Zeit aus, dass wir uns ein bisschen weiter aufbauen können, dass wir halt uns nicht so extrem einschränken können. Ich werde natürlich auch probieren, nachher irgendwie... Na komm, machen wir das Ding. Ja, dass wir halt erstmal die Gleitjäger bekommen, die Waffenfabrik fertig bekommen und zudem dann... oh, fuck. Hier ist noch ein bisschen grün. Na egal. Und zudem dann nachher noch ein, zwei Sammler noch dazu bekommen. Bevor wir uns dann wirklich gegen die Startrampe dann wagen. So, ich bin jetzt mit der Aufbauphase durch. Ich habe relativ gute Zeit genutzt. Man sieht, Tech-Zentrum, EMP, mal so ein Carry-All-Heliport schon mal gebaut. Aber ich kann bis jetzt noch kein Heliport, kein Carry-All oder sowas bauen. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Ich habe jetzt so schon den Mammut gebaut. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Disruptor. Ich habe nochmal aufgestockt, glaube ich, 10 Gleitjäger oder sowas. Ich wurde schon mal mit ein paar Tarnpanzern angegriffen. Also ich wurde schon ein bisschen angegriffen. Hier oben war eine riesengroße Fläche am blauen Erz, beziehungsweise blauen Tiberium. Hier oben haben wir natürlich nochmal relativ viel. Und dass man da so ein bisschen gerade am Abfucken ist, das verstehe ich noch nicht so ganz. Mal gucken, ob wir wirklich oben drüber fliegen können. Das sieht ganz gut aus. Ich habe gerade gespeichert und da haben wir es auch schon. Und da ist die Abschussrampe und die wird jetzt einfach mal eiskalt platt gemacht. So, unsere Zeit ist dadurch auch gestoppt. Wir werden jetzt gerade auch nicht weiter angegriffen, sofern die halt landen. Unser Stützpunkt wird wollte gerade sagen. Okay. Da gab es scheinbar nochmal ein Dingens. Genau, ich habe dann noch einen MBF gebaut. Interessant, dass ich hier keine Dings bauen kann. Naja gut, würde ich mal sagen, gehen wir mal rüber. Ich hole mir mal einen Ingenieur. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, wo die nächste ist. Aber die Dings ist auf jeden Fall größer geworden. Es kann sein, dass die unten irgendwo ist. Ich weiß es nicht. Ich werde nochmal speichern. Wir haben wieder relativ lange Zeit. Einmal speichern. Weil jetzt geht nämlich erstmal drauf und dran die Suche los. MK2, ich denke mal, dass der hier unten, obwohl. So. Das ist jetzt an sich kein Problem. Wie gesagt, die Disruptor und sowas. Wir fahren jetzt dann gleich einmal rüber, dass die uns nicht mal weiter nerven können. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne irgendwie erstmal noch ein bisschen was finden. Ah, gut. Na. Okay. Ein paar Disruptor haben wir verloren. Das ist jetzt gar nicht mal so geil. Oh, dann mache ich das Ding kaputt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal rüberfahren. Rüberfliegen. Ich weiß nicht, warum ich kein Carry-All bekomme. Oder kann der Bomber das? Nee, eigentlich nicht. Ja, schauen wir mal. Normalerweise... Ah, ich brauche ein paar Disruptor. Oh! Hallo. Was haben wir denn da? Können meine Dingens hier durchfahren? Wo kommen die lang? Ja, nein. Na, ich weiß nicht, ob sie sich durchquetschen können. Einheit bereit. Orca-Bombe. Es war ja klar, dass er es halt nicht hinkriegt. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen scouten. Ich bin der Meinung, dass es hier unten war. Wir holen uns noch mal ein paar Disruptor, dass wir uns da ein bisschen... Einheit verloren. Oh. Einheit verloren.
Oh, 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 zurück, 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 zurück. Ich glaube, wir haben da was gefunden. Einheit verloren. Aber ich glaube, da ist es ein bisschen besser gesichert gerade. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das heißt, wir müssen wieder lang. Kommen wir hier lang? Dann machen wir mal so, dass wir uns von dort aus nicht auf den Nerven gehen können. Ich habe ja so oder so den Ingenieur. Dass wir da mal rüberfahren. In der Hoffnung, dass halt funktioniert. Wir bauen ja gerade ein paar Disruptor. Normalerweise müsste die Dingens relativ schnell kaputt gehen, die Brücke. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall haben wir da schon mal was gefunden, wo wir hinwollen. Scheinbar geht's halt nicht. EMP. Einheit bereit. Gut, so weit komme ich, kann ich leider nicht schießen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr, sehr unlucky. Ich frage mich halt immer noch, was ich brauche für ein Carry-All. Gut, dann düsen wir halt hier fix mal durch. Aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Ich glaube, da müssen wir einen relativ weiten Umweg fahren. Oder großen Umweg fahren. So, bis der da ist, das dauert natürlich auch ewig. Obwohl, so langsam ist er ja gar nicht. Im Gegensatz zu den Carry-Alls. Im Gegensatz zu den Carry-Alls zu dem Dingens. Wir brauchen Silos. Wieso brauchen wir Silos? Alter, ich baue doch wie so ein Behinderter. Ah, Abfahrt. Na gut, die können. Komm. Das dauert ja ewig. Ja, ich habe mittlerweile auch fünf. Machen wir das darauf. Ich habe mittlerweile auch fünf Sammler. Also vielleicht habe ich es auch ein bisschen verschnellert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich es gemacht habe. Die Brücke will aber auch nicht kaputt gehen, ne? Doch, jetzt. Geht doch. So. Weil dann können wir uns direkt hier drum kümmern. Ich glaube nämlich, dass hier denn die Dingens ist. Ja, könnte möglich sein. Weil wenn nicht, sind wir auf jeden Fall am Arsch. Aber so können sie uns erstmal nicht auf den Sack gehen. Außer sie reparieren die Brücke. Das heißt, wir haben uns da eigentlich ganz gut ab. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Das geht worauf? Unser Stützpunkt wird. Ja, auf EMP-Kanonen ist okay. Einheit verloren. Das ist jetzt nicht so problematisch. Ich probiere es nochmal aus, um es vielleicht so ein bisschen zu abusen. Mit dem Tor. Einheit bereit. Mal gucken, ob da hingeht. So. Und mal gucken. Auf jeden Fall sind wir hier auf jeden Fall richtig. Dass wir wirklich von hier aus den. Ach komm, really? So, komm. Weiter nach vorne. Auf geht's. Das Ding muss kaputt. Und ich hoffe mal, dass wir auch von hier dann hochkommen können. Ja. Jawohl. Sehr schön. Ja gut, wir haben einen Feld verloren. Das ist unser Problem. Wie gesagt, wir produzieren ja so weiter. Die Frage ist halt, wie weit, wie schnell will ich hier weiter nach vorne gehen? Bauhof zerstören wäre natürlich ultra geil. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht. So unrelevant. Ich weiß noch nicht, vielleicht habe ich es auch schon verschnellert, alles drum und dran, dass ihr dann halt gesehen habt, wie ich halt alles aufbaue und alles drum und dran. Das weiß ich noch nicht, wie ich es halt gemacht habe. Vielleicht auch nur geschnitten, also komplett reingeschnitten mit, hey, pass auf, hier und da. Ja, wie ein Bauhof. So, und den Bauhof machen wir jetzt einmal kaputt. Wie gesagt, das ist jetzt an sich kein Problem. Wir haben die Disruptor, wir haben den Mammut. Also von daher, das ist hier definitiv kein Problem, irgendwas zu machen. Klar, es ist dann halt ein bisschen. Zu wenig Geld. Das Ding ist kaputt. Klar, ist natürlich ein bisschen doof und ungünstig. Aber. Oh. Unsere Leute sind auf jeden Fall relativ schlau und sind auf jeden Fall auch da schon hin. Ah, nee, da haben wir eine Abschussbasis. Bereit. So. Zeit Zack. Gestoppt. Zeit gestoppt. Ich weiß nicht, was da oben ist. Aber, schauen wir mal. Ja,
Wie gesagt, wir haben an sich gute Ressourcen. Das ist natürlich jetzt unlucky. Aber ich weiß halt nicht, ob es halt noch mehr gibt. Normalerweise müssten wir jetzt nur noch... Ich werde mal speichern. Also speichern. Auf Adler 3. Ende zu fortsetzen. Ich werde jetzt hier ganz kurz mal fix die Dinge jetzt kaputt machen. Die... Zeit läuft. Noch eine weitere Startrampe. Okay. So, und das reicht auch schon. Dass ich halt den Obelisken da wieder kaputt kriege. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der letzte Punkt da oder hier unten. Wahrscheinlich weiter unten. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Startrampen die im Endeffekt haben. Klar, wir haben immer noch genug Zeit. So, kaputt. Einheit bereit. Obelisk muss auf jeden Fall wieder kaputt. Das Ding bauen, da bauen wir noch mal ein paar nach. Unsere Leute sollten eigentlich schlau genug sein und das Blaue hier holen. Zwei waren auf jeden Fall schlau genug. Euch. Da kommen sie ja so nicht mehr lang. Ziehen wir dahin. Es kann auch sein, dass die hier nochmal bauen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das möglich ist. Obwohl, wir haben eigentlich genug, ne? Fahrt mal dahin. Obelisk ist kaputt. Weil jetzt fahre ich mal hier hin. Mal gucken, was da ist. So, zack. Weil da oben könnten sie wirklich rein theoretisch bauen. Die können hier drüben rein theoretisch noch bauen. Ja, hier unten glaube ich nicht, weil hier unten ist ja schon Ende im Gelände. Ich habe hier halt noch nichts gemacht. Komm. Wir reparieren das Ding mal. Wir fahren jetzt hier mal durch. Und schauen uns mal von hier aus die Lage an. Da haben wir einen... Das ist gar nicht mal so unübel. Haben wir da. Oh, da haben wir den Tempel von Nott. Das ist natürlich nicht schlecht, dass wir den jetzt schon finden. Einer speichern, jo. Zu wenig Geld. Beziehungsweise, dann ist das Ding schon mal kaputt. Und da haben wir sogar den Tempel. Das könnte vielleicht wirklich die letzte... Nee, das ist nicht die letzte. Nicht die Basis. Aber trotzdem haben wir das Ding schon mal kaputt. Kann erstmal nicht ersetzt werden. Da haben wir nochmal eine... Na gut, das ist eine normale Rakete. Ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig. Brücke repariert. Nur Brücke repariert. So, das ist jetzt natürlich unlucky. Dass die uns damit jetzt... Ja. Oh. Können die sich jetzt mal entscheiden? Egal, wir fahren da jetzt mal rüber. Das heißt, hier unten links wird dann vielleicht noch was sein. So. Ja. Sammler wird angegriffen. Ja, schön und gut, dass der Sammler angegriffen wird. Ist jetzt nicht so unser Problem. Wir fahren jetzt hier mal rüber. Nee, wir machen erstmal die Artillerie da kaputt. So, die Disruptor, die sind stark genug, um alles hier einmal platt zu machen. Klar, wir werden jetzt ordentliche Verluste einfahren. Weil halt... Ne? Die Masse gerade da ist. Wir haben aber ordentlich Verluste eingefahren. So, das Ding nochmal kaputt. Und das Ding kaputt. Also es könnte halt wirklich sein, dass hier unten nochmal irgendwo... Oh, dass da unten irgendwann noch was ist. Okay. Na, da haben wir es doch, was ich haben möchte. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Ne, schade. Na, ist okay. Da machen wir dann auf jeden Fall gleich nochmal einen Go hin. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgerüstet. Das bisschen ist unrelevant. Haben wir hier oben vielleicht noch ein bisschen was? Einheit bereit. Nee. Das passt. Das heißt, wir werden zurückgehen, hier einmal reingehen. Um da ein bisschen was zu machen. Oder wir gehen halt wirklich nach unten. Und suchen uns erstmal hier Dingens. Weil hier habe ich jetzt nicht großartig was gesehen. Klar, die könnten es halt immer noch verstecken, aber das wäre ein bisschen unnötig. Weil die Startrampen waren ja mobil. Einsatz speichern. Machen wir da. So. So, werden jetzt mal durchgehen. Alter, machen wir das Gebäude noch kaputt. Weil das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack. Vor allem, ich kann jetzt noch nicht irgendwas nach vorne schicken und sagen, hier, pass auf. Zu wenig Geld. Ja, zu wenig Geld ist natürlich unlucky. Frag mich gerade, warum ich zu wenig Geld habe.
Das Problem ist... Obwohl.